Hallo ihr Lieben, wir sind wieder bei unserer Bastelqueen Helgard. Hallo Helgard. Ja, hallo, ich grüße dich. Heute sind wir beim Adventsbasteln. Ihr seht, wir haben schon ganz viel vorbereitet, was zum Beispiel auch sehr schnell geht und auch ein sehr schönes Licht macht. Helgard hat ganz tolle Gläser genommen und die beklebt. Helgard, man könnte auch ein Marmeladenglas nehmen oder ein Kannst du altes nehmen? Senfglas. Ja. Und das könnte jetzt auch, sagen wir mal, eine schöne Bastelsache am Wochenende sein. Also die Kinder können also auch Winterlandschaften zeichnen Ja. oder eine Weihnachtsmann- Ja, oder ja. Heinzelmännchen-Aktion. Hier, du hast dich hier für Kerzen entschieden. Erzähl mal, wie hast du das so gemacht? Also ich habe im Grunde genommen ein A3-Blatt genommen und habe mir die Kerzen ungefähr raufgezeichnet. Die habe ich dann wirklich groß mit einem Bleistift nachgearbeitet, habe die dann mit Farbe gestaltet, so wie eine Kerze aussehen kann. Könnt es ja mal hochnehmen und mal drehen, dass ihr seht, eine Kerze kleckert und brennt, je nachdem, und hat immer ein anderes Licht. Total schön. Ja, und hier zum Beispiel habe ich eine Vase genommen, die ich nicht mehr nehme, die habe ich beklebt und das ist jetzt mein Kerzenhalter. Und ansonsten könnt ihr wirklich kleine Gefäße wählen, die ihr gerade, weiß ich, zur Verfügung habt, und könnt die dann wunderbar Verwenden. wunderbar verwenden. Ja, also perfekt. Und ihr Ja, das seht, das sieht geht relativ und vor allem zügig. weihnachtlich, aber ihr könnt die dann auch so das ganze Jahr über Genau. verwenden. Genau, Ostermotive, Herbstmotive, genau, Sommermotive. Perfekt. Gut, wir fangen mal an mit dem ersten, was wir machen wollen. Ihr seht, wir haben hier Rudolf. Rudolf hat zunächst erstmal dann auch ein Loch und die Nase wird dann mit irgendeiner leckeren Praline gefüllt. ja. Dazu nehmen wir verschiedene Bastelmotivblätter. Ja, du hast da Ja, schon also ganz tolle Sachen und es ist klar, wir reden von Weihnachten, es muss knallen. Also ohne Gold, Silber, Bronze kommen wir da schlecht aus, es sei denn, man steht so gar nicht drauf. Aber es gibt schon schöne also Möglichkeiten. wie auch immer ihr Rudolf gestalten wollt, es gibt ganz kleine Blöcke, die hier wunderschön sind. Ich Auch groß. persönlich habe mich für braun entschieden, warum auch immer, weil hier so ein bisschen Gold mit bei war. Aber ihr könnt dann auch, und ihr seht es jetzt ganz einfach, ihr Ja, könnt total schöne. wunderschöne Farben könnt Ja, ihr ja, ja. raussuchen und könnt dann Rudolf, Gestalten. genau, dass wir dann einfach die Form nehmen. Wir haben Muster da, nachgezeichnet wird, und Wackelaugen sind auch da. Die sind Die hier sind hier drin. drin, Ja, ihr genau. seht. Ne, und wir brauchen dann vielleicht bloß Perfekt. kleine, aber die Kinder möchten immer, Schöne Größe. immer große, also, Ja, soll auch ein bisschen und wackeln. genau. Klasse. Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Wir nehmen uns mal ein so ein Muster. Ich suche mir auch gleich noch mal ein schönes aus von den großen. Was dir da so? Mal sehen, was war hier. Oh, das sieht auch gleich toll aus hier. Mann, Such ich du dir glaube, mal so das ist ja durch. schon mal mein Ding hier. Na, dann ist es in Ordnung. Ist es auch Ambiente. stabil genug für Also dich? Ist stabil, ne? Genau. Füll mal, ich finde, das ist. Meinst du, das Ja, zu alles dünn? klar. Nee, geht. Alles klar. Super. Ausgesucht habe ich mir einen Ist das Braun mit Gold. Ja, derselbe? ist derselbe. Ich drehe es jetzt einfach um und lege die Schablone rauf und zeichne die danach. Mit einem Bleistift einfach nur kurz festhalten. So, und die Öffnung, die könnt ihr wählen, je nachdem, welche Praline ihr dort verwenden wollt. Ob eine kleine, eine große. Ich mache jetzt erstmal klein. So. Ja, ihr seht. Dann nehme ich einfach die Schere. Du bist noch dabei. Na Ja, wunderbar. ich habe erst noch eine Frau Schablone gesucht, aber ich sehe, du hast alles da. Wir haben alles da. Genau. Und vor allem ist es wirklich recht Schnell einfach. und zügig, Es ja. geht schnell und es können auch wirklich Ja. kleinere Kinder da mitmachen. Und wenn es nicht so akkurat ausgeschnitten ist, mein Gott. Ja, Ja, aber es ist auch ne? jede, so, alle Genau. Großeltern und freuen sich immer über Selbstgemachtes. Also das ist, glaube ich, eine schöne Ja. Idee. So, wir sehen, haben den erstmal fertig. Und dann nehmen wir einfach eine kleine Praline. Schaut mal. Perfekt. Perfekt. So, halt.
total niedlich aus, oder? Also man kann wirklich mit den, auch viel mit den Augen arbeiten. Ja. Und richtig witzige Sachen machen. Ihr seht, Schlafzimmerblick geht auch. Super. Guten Appetit. Ja, danke.